Hallöchen, Leute, und willkommen zurück bei Rudenasenhausen. Bei was für genau einem Hausen? Da, na, ich würde ja, würd ja sagen, genau da, wo wir aufgehört haben, aber stimmt gar nicht. Ich habe mittlerweile ein bisschen Material gesammelt, damit ich anfangen kann, ein kleines Hütchen zu bauen. Ja, ich bin Limestones. Ja, ich stehe auch nicht mehr da, wo ich aufgehört habe, weil bei mir ist das Pack abgeschmiert und der Server wollte mich nicht wieder drauf lassen, musste ich also komplett einmal neu starten. Ja, und ich laufe gerade wild in der Gegend rum und sammle Essen ein, weil ja unser Brotus die ganze Zeit mampfen muss. Ja, ich bin... Ah, dieser Fressack, ey. Bin der Hungerbär im Moment. Aber guck mal, hier fällt mir irgendwas zu, was auch immer das ist. Das sieht aus wie, was? Wie Drachenfrüchte. Da haben wir hier zufällig einen Baum stehen. So, ich habe den einen Bärenkörbchen gemacht. Ach so, ja, dann esse ich halt immer schnell. So. Dass ich wieder Platz habe. Ja, und der Baum hier steht immer noch, aber ich gucke jetzt erstmal, was hier unsere Bricks machen, die ich da mal angefangen habe. Na, ich bin schon gerade geistig dabei, ein Häuschen zu planen. Ja, Bricks stehen bei mir auch als nächstes, aber kann ich schon mit anfangen. Wo sind die denn hin? Wahrscheinlich in dein Inventar, kann das sein? Ja, hast recht. Mhm. Okay, dann weil ich was im Ofen habe machen müssen. Gut, dann... Drax snackt schon wieder alles und hinterher beschwert er sich, dass sein Inventar so voll ist. Ja, genau, und das habe ich doch gerade gemacht. Ich habe gesagt, scheiße, ich bin schon wieder voll. Ja, selber schuld. So. Ja, aber die Kisten sind genauso voll. Ja, das kenne ich, meine sind auch überfüllt. Dann benutze ich mal die gute Gregtex-Säge und mache mal hier ein paar Planks raus. Oh, ich habe mal was abgegeben. Drax kann auch teilen, ich bin beeindruckt. So, jetzt habe ich ja ein paar... Das war eine Hiebe oder sowas? Wunderschöne schwarze Holzbretter. So, ich würde sagen, planen wir mal hier den Anbau irgendwie. Ich plane momentan. Vergesst nicht, wir brauchen noch eine Straße. Ja, ja, wir machen das Haus jetzt erstmal direkt größer oder sollen wir mehrere Häuser machen? Nein, nein, ich weiß ja nicht. Achso, du planst jetzt mit dem schwarzen... Holz, unser Holz bauen, ja, zumindest, ja, unser Haus bauen. Ja, zumindest mal den Fußboden jetzt hier, dass wir den da machen und damit ich hier schon mal den Boden auslegen kann, wo wir dann den Tinkers Smeltery hinbauen. Ja, das kommt dann in ein extra Gebäude. Darum, das habe ich ja gerade im Kopf, fange ich ja schon das Grübeln an, wo wir es denn hinsetzen. Okay. Ja, daneben irgendwie, dass wir nicht immer so weit laufen müssen. Oder gegenüber. Wenn wir jetzt denken, dass hier irgendwo Straße ist, noch zwischen den Häusern. Ja, ja, und dann haben wir natürlich noch einen Vorgarten, ne? Wir sind ja ein modernes Haus. Und wie ist das bei euch mit Heizung, Wärmeschutzbestimmungen und sowas? Auf die müsst ihr auch achten. Ja, ja, wissen wir schon. Ich fange dann einfach mal an. Es kann nicht sein, dass die Creeper nachts anfangen zu frieren. Das geht nicht, dann können die nicht mehr richtig explodieren. Das kann man nicht machen, dann meckert deren Gewerkschaft. Ja, wir haben auch einen KWG-Kredit. wieso kann der gar nichts? Das ist aber schon... Das klingt ja überhaupt nicht gehässig. Klang das jetzt sarkastisch genug? Kaum, kaum. Oh Mist, ich muss mir nächstes Mal mehr Mühe geben. Ja. Vor allem, ich bin gerade beim Plan von einem Ding und der baut schon das Haus. Ja. Ich habe beschlossen, dass es hier hinkommt. Das ist der Hauptgrund, warum ich nicht bei denen wohne. Ich kann alleine planen und bauen, ohne dass ich mir dabei selbst im Weg stehe. Zumindest die meiste Zeit. Ab und zu bekomme ich das nicht ganz hin. So, der Vorgarten soll ungefähr bis hier hingehen. Habe ich Erde einstecken? Ja. So. Ich habe bei dem ganzen Gesumme irgendwie Angst, dass irgendwann mal wirklich von YouTube ein Content-ID-Strike kommt wegen dem Schlumpflied, das ich immer summe. So gut singst du nicht. Vielleicht solltest du dir vorher mal die Rechte sichern. Ich glaube, bei dem Schlumpflied sind die nicht so einfach zu bekommen. So. So, dann haben wir Gehweg. Gehweg sind zwei. Dann haben wir die eine Fahrbahn, haben wir Mittelstreifen.
Dann haben wir nochmal Mittelstreifen und das kannst du vergessen mit dem Haus. Weil dann haben wir da Gehweg. Dann haben wir hier noch einen kleinen Vorbau und dann kannst du hier anfangen. Urbayerische Bauweise. Es muss alles genau passen, sonst kann man das nicht. So einen großen vergessen. Vorgarten willst du haben? Das ist kein Vorgarten, das ist Straße. Was ist Straße? Ein Gehweg. Ein Weg des Gehens. Ja, aber hier. Bis hier. So viel Vorgarten. Dann haben wir hier. Dann haben wir. Hä? Ja, okay. Ja. Gehweg, drei breit. Okay. Zwei. Achso, da, das ist schon da. Der erste Straßenblock hier. Dann, genau. Nee, das ist dieser. Das ist Gehweg hier. Ja? Da ist Zaun. Aha. Dann kommst du hier, hast Gehweg. Ah, dann, Gehweg. Gehweg mit Randstein. Mhm. Straße. Mittelstreifen. Straße. Wieder zweimal Gehweg. Und dann wieder hier ab hier Zaun bis dann dahin eben. Okay, dann fange ich hier an. Und ich glaube, wir brauchen, wie haben wir das das letzte Mal gemacht? Vierer Vorbau, oder? In dem Haus dann selber. Ich wollte heute eigentlich anfangen, mein Haus zu bauen. Das ist, ich sammle schon wieder nur Material. Wir hatten einen Vierer. Ja, Vierer mit Dings, genau. Ja, dann Fünfer, weil du mir ja gesagt eine Trittplatte. Ja. Naja, also Vierer da, wo Dings hin müssen, ja. So. Also hier jetzt erster Boden. Nee, warte, da wäre Mauer, oder? Ist hier Mauer? Da ist dann Mauer, ja. Ah, oder da davor, ist Mauer. Davor ist Mauer, okay. Ja, das ist eigentlich egal. Wenn Platz haben wir ja davor. So. Dann fülle ich erstmal hier auf. So. Dann Mauer, Trittplatte. So. Dann können wir ruhig ein bisschen Platz lassen. 1, 2, 3, 4. Wo soll die Smeltery hin? Mittig, dachte ich. Da, wo du gerade baust? Die würde jetzt hier anfangen quasi. Warte mal, hier war die, glaube ich, die Mitte. Hier würde die jetzt anfangen. Okay. Also der reine Grundkessel. Okay, jetzt warte. Nee. Ganz ist gerade spannendes Bauen und Planen. Mhm. Ja, bei mir ist gerade spannendes Bäume fällen, nachdem gerade spannendes Sand sammeln war. Aber jetzt habe ich endlich genug, dass ich damit wieder zurück kann. Hier ist auch gerade ein Baum im Weg. Und irgendwie ist es viel zu ruhig hier. Soll ich mehr Schnupflied summen? Solange wir nicht dabei mit Bumm machen, aber das könnte dann schon passieren, dass mein Kopf vorher explodiert. Aber da, naja. Jetzt wird's voller. Wenn dein Kopf explodiert, solltest du das unbedingt auf Kamera haben, dann sind die Leute wirklich so verhalten. So, das haben wir gesagt, das ist das Mitte, ne? Das heißt 3, 1 leer. Okay, dann heißt es jetzt, der da kommt dahin. Und der da kommt dahin und der da kommt drauf. Genau. Halt, das wird ja die unten Bodenwanne, da muss man einen vor. Ne, du kannst auch die unten Bodenwanne noch einen nach hinten ziehen, das ist auch wurscht, weil wir brauchen ja hier eh Löcher. Bis auf die Mitte. So, noch wegen Peat abbauen. Naja, der Drake macht sich immer direkt daran, den Peat abzubauen. Dabei hat der arme Peat ihm noch gar nichts getan. Ah. Solange er nicht Smeet heißt. Ja. Wer weiß, ich bin nie ganz sicher, ob wir den Drake da so überall rumhackt. Wenn der will, kann der kann mitmachen. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob der schafft, nicht von dir angehackt so zu werden. Aua, so einen kleinen Scheiße. Gib ihm. Ja, und dann kommt natürlich gleich der Papa. Tut euch euer eigenes Zuhause, baut euch selber was. Wir sind hier in der Gewerkschaft. Hallo, Freund. Schön, dass du zum Spiel gekommen bist. Ich habe ja eine lange Klinge, mit der wird's gemütlich. Ach Mann, der ist ja schon wieder weg. Irgendwie ist das doof, die wollen alle nicht lange mit mir spielen. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Auch die hauen einfach immer wieder ab. Lösen sich einfach in nichts auf. So, ich muss nochmal was von dem schwarzen Holz holen. Nein,
ich habe noch 5. Die brauche ich jetzt auch. Eins. Halt, Boss ein. Wieso geht es? Ach doch. Ach, das Holz ist nur so. Ach, da kann kein Monster drauf spawnen. Das ist schon mal geil. Ach. Schönes Holz ausgesucht, Jürgen. Gut. Werden also alle Böden draus. Ich sehe jetzt Jürgen nur noch an. An Greatwood-Bäume fällen. So, der Vorbau soll jetzt wie groß sein? Weil momentan ist es 6. Ja, das langt ja. Okay. Ich baue jetzt hier noch ein bisschen drumrum und dann gucken wir. Oh. Kollege von rechts. Ja, ich habe ihn gehört. Wieso schauen die immer alle auf drei Blätter? Das Lustigste ist, weiß wer am meisten von uns stirbt? Warte mal, bei wem sowohl Set Spawn als auch Set Home nichts gebracht hat? Bei dir? Ja. Ja, dann kannst du aber jetzt Home eingeben und du kommst zurück. Ja, aber es ist halt trotzdem dieses, na, so viel zum Thema, das funktioniert. Ja. Was aber witzig ist, wenn ich hier weg bin, verschwinden hier alle Monster. Ja, ja, das sage ich ja. Das muss der Bug sein. Also da muss man irgendwie so in irgendeinem Mod oder sowas einstellen müssen, dass der die Chunks entlädt und danach die Monster nicht mehr zurückkommen. Ich habe da jetzt so kein Problem mit, aber es ist überraschend. Kann ich ja noch ein bisschen besser ausleuchten. Ich hier auch noch ein Dankeschön. So, mir gibt's wieder schöne Minecraft-Musik zu hören. Bei mir nicht. Vor allem ich so. Bin Nerde. Nein, nee. Wollen wir dahinter lang laufen können oder kommt da direkt die Außenwand hin? Du musst auf jeden Fall eins bedenken. Dass wir an die Seite ran müssen, deswegen habe ich ja hier Platz gelassen. Auf welche? Achso, dass wir auf beiden Seiten passen, das ist sehr schön. Können wir sogar zwei Tanks dann einbauen. Ja. Funktioniert es eigentlich, Doc? Du kennst dich ja mit Tinkers besser aus. Das ist schön, dass man mal in-game fragen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel links und rechts einen Tank hinbaut, benutzt er die beide dann oder nur einen? Soweit ich weiß, nur einen. Und es hat bei mir auch immer nur funktioniert, in der Grundebene einen einzigen reinzubauen. Wenn ich mehr reingebaut habe, hat er die nicht wirklich erkannt. Was aber sehr gut funktioniert, ist sich einfach hinstellen und einen Ender-Tank mit Lava daneben zu bauen, dann ist das Thema geklärt. Okay. Ja, es dauert aber, bis wir einen Ender-Tank haben. Ja, aber... so lange dauert das nun auch wieder nicht. Ich meine, ihr habt hier doch sicherlich mein Factory Loaded mit drin, oder? Dann ist das doch recht bequem. Ja, das Problem, was du hast, versuch mal... eine Ender-Perle zu kriegen. Ein Problem, ich hab zwei. Ja. Wir können gerne vorbeikommen. Jürgen? Ja? Wie scharf ist dein Schwert? Geht so. Ich habe ein normales Breitschwert. Komm auch mal mit. Wieso? Der hat sich schon wieder Freunde gemacht. Naja, ich will mal Freunde gerade machen. Zum Beispiel den Enderman, soll ich mitkommen? Mit dem du die Perle haben willst? Genau. Oh. Das geht nur zu zweit. Weil ich sterbe mindestens als auch. Aber er hat ein paar Kollegen dabei. Warte. Ich kümmere mich um den. Muss nur noch einmal draufhauen, dann ist er tot. Vorsicht! Während ihr dort gerade arme kleine Endermen verprügelt, die nicht in die Gewerkschaft aufgenommen wurden, bin ich gerade übrigens dabei, mein Haus auch zu planen. Dass die Zuschauer da schon einen Überblick drüber bekommen, wie das aussehen soll. Okay. Auf die Plätze, fertig. Los! Jetzt hat's. Na super! Hinter dir? Er hat sich wegteleportiert, nach unten. Seht ihr nicht mehr wieder. Nach unten gucken, immer nach unten. Ach, der hat aber keine Perle da gelassen. Mist! Geizkragen! Na, wir haben uns so viel Mühe gegeben. Ja, aber ich sehe immer noch drei auf der Map. Und ich bin fast tot. Wo siehst du drei auf der Map? Ich sehe. Also da, wo du stehst, sind auch bei mir auf der. Nee, das sind einfach nur Mobs, die weit unter der Erde sind. Deswegen sind die dunkel. Ja, aber trotzdem sind Enderman.
Echt? Drei Stück, jo. Drake stellt sich da drüber und gräbt sich jetzt einfach gerade runter, bis er bei ihm angekommen ist. Nee, nee. Danach haut er mich einmal drauf und dann bin ich wieder oben. Nee, danke. Was für einen Weg willst du hier hinbauen? Gravel oder was? Muss ich mir mal angucken, was wir für schöne Wege alles zur Verfügung haben. Oder nehmen wir diesen Cobblestone-Erdmix erstmal. Können wir auch machen. Hast du noch eigentlich dieses Grout? Nee, müssen wir auch noch erst wieder. Einen einzigen habe ich noch. Das reicht nicht ganz für eine Smeltery. Nee. Ich hatte kein ganze zwei Stacks zusammenbekommen. Da mussten wir also nochmal nacharbeiten. Oh, jetzt hat es bei mir zum ersten Mal geleckt. So, aber bei mir, uns können wir jetzt langsam nicht mehr sagen, dass wir verhungern. Oh, okay. Das funktioniert nicht. Der Great Book geht nicht in die Trittplatte rein. Okay, dann ist es nicht als Block angelegt. Auch blöd. Ich denke mir, das ist schade, aber komisch, ist aber komischer Busch. Und was war's dann? Der Busch läuft auf mich zu und versucht zu explodieren. Du hast Morph immer noch nicht mit reingenommen, oder? Nein. Oh. Oh. Leute, ihr müsst Jack alle sagen, dass er voll doof ist und Morph mit reinnehmen muss, weil er super lustig ist. Mhm. Also jeder, der das bei mir sieht, geht jetzt zu ihm und das Video und sagt ihm, er muss Morph mit reinnehmen. Das ist wichtig. Dann troll ich auch noch mehr Leute, versprochen. Genau. Jetzt ratet mal, warum es nicht reinkommt. Das ist ein Langweiler. Zur Strafe müssen jetzt alle Zuschauer von dir wegwandern und bei mir gucken, weil du es nicht verdient hast, weil du nicht akzeptieren willst, dass das Trollen lustig ist, die Leute Spaß dran haben. Genau. Und das können wir ja dann bei unserem anderen Pack reinbauen, das wo ich nur im Kopf habe. Wo alles an Packs im Kopf hast. Mhm. So Art, Tackit nur richtig. Oder Hexit nur richtig. Weißt du, ne, dass man da, dass ich dich da noch mehr trollen kann, ist in Ordnung. Genau. Vor allem sterben für Fortgeschrittene ist es dann. Okay, was haben wir alles da? Wir haben Sand da. Haben wir noch Sand? Ja, hier. Oder ist das Limestone? 53 Stück. Okay. Zwischen Greatwood und Sugarcanes. Ja, dann fehlt, glaube ich, Gravel fehlt dann, glaube ich, im Moment. Dann so. Tigere ich mal los und suche Gravel. Noch einmal Beeren. Nehmen wir die Schwarzbeere diesmal. Sagte er und hatte ein volles Inventar dabei. Überraschung, ist ja noch nie passiert. Wenn es mal mir nicht passiert, habe ich, ich glaube, ich Urlaub oder so. Oh, Blackberry geht nicht. Okay. Moment, hast du momentan nicht Urlaub? Doch. Witzbolz. Wie sollen zweimal Blackberry gehen? Wieso Achso, waren das unterschiedliche Blackberries? Die lilanen waren Blackberries von Pam. Aha, okay. Okay, dann sind das die anderen. Dann, was haben wir denn noch? Wir haben noch Raspberry. Ah, ich will mir nämlich auch gerade sowas machen. Ja, warte, ich hab hier. Ah, okay, Erdbeeren gehen auf jeden Fall. Nimm raus. So, jetzt noch einmal Beeren. Was fehlt? Irgendwelche Beeren. Also Blackberry und Raspberry sind drin. Ah, okay. Dann nehmen wir noch Erdbeeren. Die haben wir nämlich noch. Okay. Warte, ich bring noch ein paar Beeren mit. Jetzt brauchen wir nur noch Schüssel. Ja, warte. Wenn ich einmal gegessen habe, dann haben wir wieder eine. Mach ich auch gerade. Zack.
Ich habe sogar 6. Gut. Ah, du heilst mal. Ich auch. Ja, aber nicht mehr lange. Deswegen habe ich noch eine Schüssel auf Reserve jetzt. So. Ja, die habe ich auch noch dabei. Ein paar Seeds, die ich nirgends mehr unterkriege. Und ein Sapling, den ich nicht unterkriege. Eieieiei.